Einen wunderschönen guten Abend, Grüß dich, Michael. mein lieber Oliver. Einen schönen guten Abend auch ans Publikum. Hier ist 20 Uhr, Samstagabend, nicht die Tagesschau. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass ein Gong kommt, aber. Ja, irgendwie sowas, ne? Bang. Ja, genau. Ja, wir haben uns überlegt, wir würden gerne mal bei Oki Talk die Volition vorstellen. Die Veranstaltung von Michael, die es ja schon seit einer geraumen Zeit gibt, und wollen gerne mal dem Okitalk-Publikum näher bringen, was denn die Volition ist und warum das so wunderbar schön ist, diese Volition zu besuchen. Ja, da danke ich dir auch ganz herzlich, Oliver, für die Idee. Ich denke, wir werden über OKI-Talk hinaus natürlich Menschen erreichen heute Abend und es ist mir eine Ehre, hier mit dir zu sitzen und darüber einfach mal zu sprechen. Können wir Ja. gerne tun, Aber natürlich. vielleicht sagst du erst noch mal ein paar Worte zu dir. Ja, ob ich das mit ein paar Worten hinkriege, weiß ich nicht. Ja, also ich bin der Michael, ich betreibe einen kleinen YouTube-Kanal, einen kleinen Telegram-Kanal ja, habe mich da ein bisschen im Kommerzrecht ein bisschen verdient gemacht über einen gewissen Zeitraum. Dann mein Themenspektrum ein bisschen ausgeweitet. Ich betreibe den Blog M auf YouTube und dort, ja, gehe ich in den Austausch mit ganz vielen Menschen, die in verschiedensten Wissensgebieten unterwegs sind. Da kann man ganz viele Namen nennen. Ich habe mit Katharine Turner das öfter mal ein Gespräch. Mit Franz Hörmann ist schon einiges gelaufen. Wer mir ganz arg am Herzen liegt, das ist der Herwig Brez. An der Stelle mal ein Gruß nach Rostock raus. Das Interesse oder der Fokus lag da immer drauf, dass man so ein bisschen die unmöglichen Wissensgebiete mal so ein bisschen in den Vordergrund bringt. Und da ist gerade das, was der Herwig macht, eine herausragende Geschichte mit den Stadtplänen und urbanen Glyphen. Und ja, darüber hinaus jetzt über gute 2 Jahre hinweg immer wieder am Videos machen und es ist unglaublich schön, was man da macht und auch die Rückmeldungen sind toll, die man kriegt. Ja, und für mich selbst, ich bin lange im chemischen Bereich gewesen, habe dann lange Vertrieb gemacht, habe irgendwann 2018 keinen Bock mehr darauf gehabt und wollte was Eigenes machen, bin über den Kommerz dann auch in die YouTuberei reingerutscht, kann man so sagen. Und wir haben irgendwann festgelegt oder festgestellt, wir wollen mal einen Kongress machen. Das war so in der Hochzeit der C-Zeit nochmal und da haben wir so die Idee gehabt, das einfach mal die Telegram-Größen live unter einem Hut zu bringen, unter ein Dach zu bringen und das einfach den Menschen zugänglich zu machen. Ja, Und so fing das eigentlich an. das war ja so, sag mal, die neuen Medien haben sich ja entwickelt, so über die Ja. Jahre, ne? Ich sag mal, das war ja auch schon vor der C-Zeit, wo man schon gehört hat, dass gerade bei jungen Leuten solche Kanäle wie YouTube viel beliebter sind als Fernsehen, ja? Ja. Also ARD, ZDF war gestern, YouTube und andere Plattformen sind eben die neuen. Und die Idee war ja dann eben zu sagen, so, und jetzt mal mit in die Augen gucken, Genau. anfassen, miteinander sprechen. Da haben wir im Juli 22 begonnen damit. Das ist auch ein Wochenende, das ich nie wieder vergessen werde. Ich glaube, das war das erste große Treffen nach der Pandemie. Und ich weiß noch, ich habe dort damals wirklich die Tür aufgemacht und dann in so viele glückliche Gesichter schauen dürfen. Ja, Und als die Türen ich aufgingen, erinnere mich. ja, die Tür aufging und da die Menschen reingeströmt sind, diese Halle damals, das ist so dermaßen krass gewesen, hat sich so in meinem Gedächtnis auch eingebrannt. Ja. Und da haben sie ja Gänsehaut. Szenen abgespielt, das war so genial, so gewaltig, so ein Tiefgang, so eine Herzkraft. Und aus der Energie heraus haben wir einfach gesagt, okay, wir schauen einfach mal, ob wir es hinkriegen, dass das eine feste Größe werden kann. Und jetzt machen wir es zum 6. Mal. Wir haben jetzt schon ganz schön viele Stationen hinter uns. So ein Kongress ist immer eine mordsmäßige Arbeit, aber ich darf sagen, ich freue mich jedes Mal aufs Neue drauf, weil wir von Anfang an einfach auch gesagt haben, wir möchten das jedes Mal neu machen. Nicht im Sinne von höher, weiter, besser, sondern einfach im Sinne von nochmal, nochmal Impuls, nochmal ins Wissen einsteigen, nochmal in den Austausch einsteigen, nochmal das Gefühl erleben, wie es ist, in so einer Gemeinschaft sich wiederzufinden, in so einer Herzkraft sich wiederzufinden. Und das hat sich immer wieder bestätigt, dass der Ansatz komplett richtig ist. Was darf sich der Zuschauer vorstellen unter dem Kongress Volition? Also Kongress ist ja irgendwie ein besetzter Begriff. Ja. Das ist wie eine Konferenz auf einer Messe oder eben auch nicht. Ja. Wie geht das jetzt bei der Volition? Ich meine, das ist ja ein ganz neues Feld gewesen, was du da besetzt hast. Ja.
für gerade diesen Bereich für, von Menschen sowas, ja, glaube, war ja vorher nicht da, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Also ich mag den Begriff Kongress eigentlich nicht, aber es gibt keine andere Bezeichnung dazu. Man könnte Zusammenkunft sagen, das klingt aber dann schon wieder so benutzt irgendwie und verbraucht. Kongress ist eigentlich nicht das richtige Wort. Also wir werden, der Ablaufplan ist eigentlich immer sehr ähnlich. Wir haben Freitag dann den Einlass in die Halle. Dann werden wir freitags die ersten drei Vorträge uns dort genehmigen. Werden schon den ersten musikalischen Act haben dieses Mal. Dann werden wir den Samstag voll durch von morgens 10 Uhr bis abends 23 Uhr mit Vorträgen versorgt. Wir haben das Konzept so aufgebaut, dass wir jedem Referenten die Möglichkeit geben, eine Stunde auf sein Thema oder aus seinem Thema, aus seinem Wissensgebiet heraus zu referieren. Und auch hier haben wir festgestellt, dass es einige gibt, die jetzt schon ein paar Mal dabei waren. Katharine Turner ist jedes Mal mit einem neuen Thema dabei. Der Franz Hörmann macht das genauso. Auch die Neuzugänge werden eine Stunde über ihr Fachgebiet dort sprechen. Und das haben wir deswegen auch so konzipiert, weil eine Stunde ist gerade so die Zeit, wo man in der Aufmerksamkeit die Kraft auch aufbringen, dem Ganzen folgen zu können. Dann wird es eine halbe Stunde Pause geben und dann gibt es den nächsten Referenten mit einem neuen Thema. Und das ist so abwechslungsreich, so tiefgehend in den einzelnen Gesprächen und Vorträgen, dass wir sagen können, es wird so ein füllendes Programm sein, so ein überflüssiges Programm in Form von Wissen, in überquellender Form, dass man dort auf jeden Fall eine Bereicherung in jeder Art mitnehmen wird. Das kann man so sagen. Das sind so die Erfahrungswerte, die wir mittlerweile gesammelt haben. Ja, ich kann mich daran erinnern, in Österreich war das ja so, da wurde die Pause dann mal verkürzt auf eine Viertelstunde. Ja. Weil man da ja gesagt hat, so, wir kriegen diese vielen Referenten gar nicht unter. Wir können sie ja. Und das hast du dann aber ja wieder geändert. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, weil dieser Austausch untereinander, diese vielen Menschen, die da sind, die Referenten, die ja die ganzen Tage da anwesend sind, die im Publikum dabei sind und sich austauschen mit den Besuchern. Ja, wir hatten für die Veranstaltung in Österreich uns vorgenommen, es so voll zu packen wie nur möglich, dass möglichst viel an Informationen transportiert wird. Und das ging zulasten der Pausen, die wir dann dazwischen hatten. Und haben gesagt, wir kriegen das auch mit einer Viertelstunde hin. Es war ein Versuch wert, aber Rückmeldung war wirklich, dass es dann schon in Stress ausgeartet hat. Und du hast recht, es ist tatsächlich so, dass man in der halben Stunde, die man dann zwischen den einzelnen Referenten dann unterwegs ist, tatsächlich auch die Zeit nutzen kann, dann mit dem Frank-Robert Belewski oder mit dem Franz Hörmann oder mit dem Dr. Ingo Hobert in den Austausch zu kommen, dort wirklich seine dezidierten Fragen stellen kann. Und dort bekommt man dann auch dementsprechend Auge in Auge eine Antwort. Und das ist das, was mir so in der C-Zeit ein bisschen abgegangen ist, dass man eigentlich nur Kontakt hatte über dieses flache Ding hier. Ich kann mich nur erinnern an die erste, die wir gemacht haben. Da gab es den Franz Hörmann. Da haben sich Sachen abgespielt. Da stand er dann abends noch, da waren schon alle Lichter aus, noch vor der Halle und hat noch einen Vortrag gehalten. Da standen 20, 30 Leute im Dunkeln. Da wurde mit dem Handy die Lampen, wurde für Licht gesorgt. Und er hat 20, 30 Leute noch gute zwei Stunden Vollunterricht gegeben. Das hat mich so beeindruckt. Ich mir dachte, das gibt's doch alles gar nicht. Der hat auch kein Ende gefunden, war wirklich schön. Und diesmal haben wir es wieder geändert auf die halbe Stunde. Das hat sich bewährt, einfach mal durchzuatmen, mal rauszugehen. Ich gehe dann auch mal gerne ein Rauchen mit jemandem, wenn er Lust hat, sich anzuschließen. Dann steht man vor der Halle und kann auch mal quatschen. Das ist so lebendig, so ein Austausch, einfach menschlich. Ja, und das ist das, was heutzutage in der Gesellschaft aus meiner Sicht viel, viel, viel zu kurz kommt. Und an diesem Wochenende hat man einfach Möglichkeiten, sich alles frei, frisch von der Leber zu reden, was einen gerade so beschäftigt. Da können die ersten Sachen kommentiert, diskutiert, ausgesprochen werden. Da guckt dich keiner blöde an, weil die Menschen, die da sind, die wissen ganz genau, dass das der richtige Rahmen ist. Ja, genau. Und dieser richtige Rahmen, das finde ich mal, das ist so ein wirklich so entscheidend, dass wenn du da, du hast das beschrieben von der ersten Position, aber auch bei den anderen war es so, wenn die Menschen sich wiedersehen und wenn die sich treffen und wenn neue dazukommen und die Familie, das ist wie dieses alles eine Frequenz. Alle sind auf einer Frequenz. Und wenn die auf den Hof fahren und aus dem Auto steigen, dann geht das wupp wie ein Magnet und alles grinst. Ja. Das war am ersten Mal in Mühlhausen so, da haben wir viele Neuzugänge gehabt. Ich glaube, da waren über 40% Neuzugänge. Und das haben wir also auch in der Rückmeldung
ganz klar zu hören gekriegt. Das ist ja unglaublich, ich komme hier an und ich habe das Gefühl, ich bin schon angekommen oder schon, ich kenne die alle schon ewig und drei Tage. Das ist da wurde gar keine Zeit verloren, wurde gleich ausgetauscht, geredet und diskutiert, argumentiert. Also, Gespräche, Austausch von Energie, das ist das. Ja, wir haben keinen Anspruch, irgendwie eine politische Agenda oder eine Ideologie zu setzen. Darum geht es uns nicht. Es geht uns einfach darum, dass wir im Austausch die richtigen Impulse für unser Leben finden können. Und das ist für mich immer eine sehr, sehr, sehr wichtige, ein sehr, sehr hoher Anspruch, ein wichtiger Anspruch, weil ich einfach der Meinung bin, dass jedes Bewusstsein auf dieser Erde, egal wo es herkommt, nur durch die Bereicherung von Information und Wissen Qualität erleben kann im Leben. Ja. Und das ist das, was wir machen. Da mal zu den Themen, die es da gibt. Da ist ja so, da, eben wie du sagst, da gibt es keine Agenda für Themen, sondern du führst ja im Vorfeld dann Gespräche mit möglichen Referenten, die du kennst oder vielleicht auch kennenlernst oder wo du sagst, so den möchte ich jetzt ganz gern oder die möchte ich jetzt gern dabei haben, weil die wirklich einen Beitrag leisten, der wichtig ist. Aber welchen Beitrag die leisten und welche Inhalte die transportieren, das ist ja, da gibt es ja keine Vorgaben und da gibt es keine Agenda. Das ist eben ganz natürlich, dass jeder, der auf der Bühne steht, da aus seinem Herzen und aus seinem inneren Antrieb den Menschen etwas vermittelt. Das ist so. Also wir gucken einfach nach dem Rahmen, also ob der Rahmen dazu passt. Was wir nicht wollen, ist in irgendeiner Form politische Themen, will ich nicht. Es ist mittlerweile soweit, wir haben jetzt gerade in dieser Welt, in der aktuellen Zeit, sind wir mit so viel negativen Zeugs konfrontiert. Ich sage nur Stichwort Ukraine und Russland, Israel, Gaza, das alles da draußen, was in irgendeiner Form uns auch als Mensch natürlich in irgendeiner Form nicht zum Guten beeinflusst. Und deswegen habe ich auch von Anfang an irgendwo gesagt, okay, man kann das schon mal machen mit geopolitischen Themen oder sowas, aber das hat dort nichts verloren. Definitiv nicht. Dort geht es schlicht und ergreifend ums Herz, da geht es um Herzkraft, da geht es darum, dem Herz den Raum zu geben. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie so ein Friede, Freude, Eierkuchentanz, ja, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, das leben zu können, was man tatsächlich ist und dort im Austausch auch wirklich das Gefühl für sich zu kriegen, ich bin richtig, ich bin in meiner Einzigartigkeit, ich bin dort angenommen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist uns wichtig, dass das auch im Thema so ein Stück weit dann von Seiten des Referenten nutzbar gemacht wird für den Einzelnen. Und ich darf sagen, ich selbst bin auch jetzt durch verschiedene Themen hindurchgegangen. Ich gebe ja selbst auch einen Vortrag jedes Mal auf der Volition. Ich habe letztens mal so geschaut, wie meine Überschriften aus den ersten 5 Veranstaltungen sich da gewandelt haben und ich habe da auch eine Entwicklung durch. Das wird erwachsen langsam. Ja, das ist sowas, wo ich sage, das wird erwachsen. Es geht wirklich tatsächlich auch immer darum, dass es sich bei jeder Volition letztendlich dann um ein zentrales Thema dreht. Das wissen wir aber immer erst hinterher. Aber das sammelt sich alles an einem bestimmten Thema fest und das kannst du dann im Nachgang tatsächlich sehen. Und das wird von uns nicht vorgegeben, nicht gesteuert, das ergibt sich einfach. Ja, das eigentlich, ich glaube, das, was aber, oder nicht aber, sondern das Motto, was klar ist, ist, es geht immer darum, dass es zum Wohle der Menschen ist, was dort vorgetragen wird, dass es auch zum Wohle der Natur, der Umwelt und überhaupt der Tiere, also dem ganzen Planeten dient. Ja. Und das ist die Grundvoraussetzung. Das ist also alles andere mit irgendwie Schimpfen und Meckern auf das, was nicht funktioniert, hat das, was auf der Volition passiert, gar nichts zu tun. Nein. Wir kritisieren dann schon mal, also ich ganz speziell, wenn ich einen Vortrag mache, dann kritisiere ich schon mal so ein bisschen was das Öffentliche, aber das darf man ja auch. Also einfach auch mal bewusst machen, was für Prozesse laufen da, dass Energien so sind, wie sie gerade sind. Ja, ich habe vor kurzem mit dem digitalen Chronisten einen sehr langen Abend gehabt, wo wir über solche Themen dann auch mal gesprochen haben. Wer es verfolgt hat, der hat ungefähr eine Vorstellung, wie wir das Ganze so ein Stück weit betrachten. Ja, ich kann nur sagen, wenn dein Herz mal Urlaub braucht von all diesem Wahnsinn da draußen, dann ist die Volition der richtige Augenblick, weil dort spielt Zeit keine Rolle. Dort geht es um die Intensität des Gefühls, dort geht es um die Intensität des Impulses, den du dort kriegst. Und der wird dich weiter durch dein Leben tragen. Da schöpfen so viele Menschen Kraft draus. Ich höre das so oft. Ja. Das letzte Mal war ich da und es ist so genial gewesen. Ich bin so durchs Leben getragen und
Das ist das. Ein bisschen freier fühlen, ein bisschen leichter fühlen. Und wenn es nur ein paar Prozent sind, dann haben wir schon alles Mögliche richtig gemacht. Ja, und was ich auch sehr, sehr schön finde auf der Volition, da kommen wirklich Menschen zusammen, die dann, ja, sag mal, nicht wie sonst am Bildschirm konsumieren, dann am Ende einer Sendung den Bildschirm wieder ausmachen und dann ihrem Tagwerk nachgehen. Auf der Volition ist das so, dass die Menschen ins Handeln kommen. Dass es wirklich was bewirkt, nicht nur drüber zu reden, sondern auch zu diskutieren, zu hinterfragen und auch hartnäckig zu sein, ich möchte das jetzt genau wissen. Und dann gibt es auch Antworten. Und daraus entwickelt sich was. Das ist wirklich etwas, was sich entwickelt. Das ist wie, wenn du mit Teilnehmern sprichst, die dann irgendwie das nächste Mal wieder dabei sind und du fragst, ja, wie ist es dir denn ergangen seit dem letzten Mal? Da kommen immer gute Antworten. Es geht immer in die richtige Richtung. Ja, also wir haben auch eine Entwicklung durch, ganz klar. Die letzte Volition war ja auch dadurch geprägt, dass wir das erste Mal auch aufgemacht haben für Firmen, die in dieser Entwicklung natürlich auch am Markt sich positionieren wollen. Und das ist ganz klar, dass man das in irgendeiner Form auch mal zugänglich machen muss, also aus meiner Sicht. Das hat den Hintergrund, dass es viele gibt, die an sehr guten Technologien, sehr guten Ideen arbeiten. Und warum soll man denen nicht den Raum geben, das Gute, was sie schon tun, in irgendeiner Form zu verbreiten? Ich möchte an der Stelle sagen, wir werden alles dran setzen. Und das ist uns Gott sei Dank jetzt wirklich auch zum 6. Mal gelungen, dass wir den Aufwand für die Volition stabil halten konnten. Ich habe da draußen mittlerweile Erfahrungen im Bereich der Preissteigerung, ja, in verschiedensten Geschichten erleben dürfen, die teilweise bei 200-300% liegen. Und wir sind immer noch dabei, das Ganze im unteren Segment anzunehmen, weil wir einfach den Anspruch haben, dass jeder die Möglichkeit haben soll, dort auch teilzunehmen, weil jedes Leben da draußen zählt. Und ich kann das nicht am Geldbeutel festmachen, dass jemand kommen kann oder nicht. Wir haben dieses Mal die Einnahmen, die wir über die Sponsoren bekommen haben, dazu benutzt, ein großes Kontingent an Freikarten rauszugeben für all diejenigen, die es sich nicht leisten können, weil wir einfach sagen können, guck, dass du irgendwie da hinkommst, alles andere wird sich fügen. Ja? Fahrgemeinschaft, Übernachtungsgemeinschaft, ist alles machbar. Aber schreib uns eine E-Mail, wenn es für dich nicht tragbar ist, dann schreib uns eine E-Mail, wenn du unbedingt kommen willst. Wir werden da eine Möglichkeit finden und wir haben ein großes Kontingent an freien Karten mittlerweile auch dabei, wo wir sagen, Zugang gewährt, das ist überhaupt kein Problem, hier wird niemand abgewiesen. Niemand. Super, das ist ganz klasse, ja, weil das ist wichtig, ne? Das soll ja keine elitäre Veranstaltung sein, das soll eine Veranstaltung für jedermann sein. So ist es. Ja. Kannst du noch mal was sagen zu dem Ablauf? Also dass jetzt, sagen wir mal, derjenige, der sich jetzt neu dafür interessiert, von der Volition noch nichts gehört hat, konkret, wann ist Einlass am Freitag? Freitag werden wir dieses Mal um 15.30 Uhr beginnen. Wir haben dieses Mal tatsächlich 16 Referenten vor Ort. Das heißt also, über das gesamte Wochenende von Freitag bis Sonntagabend werden wir dort 16 verschiedene Vorträge bekommen. Wir fangen an am Freitag um 15.30 Uhr. Den Start wird dieses Mal Harald Kautz übernehmen, der noch am Freitagabend anreist und dort den Vortrag halten möchte. Der kommt also extra noch hoch und kommt auf die Volition, um den Vortrag dort abzuliefern. Dann werden wir den nächsten Referenten haben, dann wird es ein Abendessen geben, da wird es also auch mit Essen werden wir dort versorgt werden. Dann gibt es nochmal zwei Vorträge, so wie ich das gesehen habe, und dann geht es Samstag 10 Uhr morgens mit dem ersten los. Dann haben wir abends natürlich das Highlight, das Hochgeschwindigkeitssächsisch von Feiko Stölzer, der wird dann abends in der alten Tradition den letzten Part machen, und wir werden dieses Mal nochmal einen musikalischen Act haben, diesmal haben wir zwei dabei. Das wird dann ab 22 Uhr laufen für eine gute Stunde. Das wird samstagsabends Aliens Best Friend sein. Und Freitagabend werden wir Onitani mit dem Seelengesang dort erleben dürfen. Und das ist mir auch eine ganz besondere Ehre, dass es gerade Aliens Best Friend geschafft hat, gesundheitlich so fit zu werden, dass sie auf der Volition den Auftritt dort machen können. Da bin ich unglaublich glücklich dafür, dass das geklappt hat, weil da gab es gesundheitlich ein bisschen Schwierigkeiten im Januar noch. War nicht ganz sicher, ob das klappt, und hat jetzt hingehauen. Und ich, wie gesagt, ja, die zwei, da freue ich mich richtig drauf. Ja. Vielleicht kann man dazu noch sagen, Mühlhausen, Thüringen liegt in der Mitte Deutschlands. So ist es. Ja. Es ist der Mittelpunkt Deutschlands. Es gibt im Hotel, wo das stattfindet, tatsächlich auch eine Landkarte an der Decke, wo die Erde als Scheibe gezeigt wird mit dem Mittelpunkt in Mühlhausen in Thüringen. Wie willst du eine Erde auch an die Decke malen? Ne? Geht ja nicht.
Ja, was? Wie willst du eine Erde auch an die Decke malen? Ja, du könntest ja die Decke hängen, aber da gibt es ja keinen Mittelpunkt. Also. Naja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist eigentlich egal. Ne? Aber ja, genau, das ist, liegt in der Mitte von Deutschland. Die Halle, die da ist, da passen ja, ich denke mal, 1000 Leute rein. Ist konzipiert für 1000. Wir haben aber Bestuhlung und durch die Bestuhlung wird es gut die Hälfte reduziert. Ja. Dann muss ja auch das Essen da drin noch serviert oder verabreicht werden. Genau, das war nochmal, dass wir praktisch alle Mann zusammen da die Möglichkeit haben, gemeinsam eben auch unsere Mahlzeiten einzunehmen und auch während dieser Mahlzeiten zusammenzusitzen, zu sprechen. Und da kann es dann passieren, dass du mit Frank-Robert Bileski oder mit Chris privat an einem Tisch sitzt, vielleicht auch mit mir, das kann auch passieren und das fügt sich dann immer alles und das ist das Schöne. Es ist einfach hier kein so ein, ich möchte das so machen, so sagen, es gibt dieses VIP-Getue hier nicht. Ja? Also die Referenten sondern sich dort nicht ab. Das will ich auch gar nicht haben. Es geht darum, da ist ein Mensch, der weiß was und der soll den Raum und den Platz und den Bereich kriegen, das, was er weiß, nach vorne zu geben. Er soll es rausgeben. Dafür wird der Rahmen gegeben. Das ist die Volition. Und jeder, der Lust hat, kann den Vortrag anhören und kann nachher in den Austausch gehen. Und wie gesagt, wenn das Essen serviert wird und du dich hinsetzt, dann setz dich doch zur Katharine oder setz dich zur Jana Iger an den Tisch, wenn du noch Fragen hast. Die sind du Nancy kann man sich auch mal setzen. Bitte? Nancy redet auch. Ja, zu Nancy, natürlich, ganz klar, um Gottes Willen. Ne? Das habe ich fast alle Weiblichkeiten vergessen. Alle diese Referenten, die haben sowieso so ein Getue nicht. Das sind ja Menschen wie du und ich. Ja. Die sind ja alle gleich. Und da sage ich auch klipp und klar, wer als Referent dorthin kommt und so ein Getue hat, der kann woanders tun. Kann woanders gerne machen, aber nicht bei mir. Nicht bei uns. Genau. Ja, genau, das sehe ich auch so. Und das ist bis jetzt, oder das ist ja immer so. Ja, das ist ja eben auch die neue Welt. Dass wir alle eine, wir sind alle eine Sippe. Das ist alles gleich. Ja, da gibt es keine Unterschiede. was gibt es noch zu Orga zu sagen? Das Hotel, ja, das ist wahrscheinlich selber das Hotel, wo die Halle dran ist. Das ist ausgebucht. Gehe ich mal auch davon aus. Ich habe jetzt noch keine Zahlen. Wir haben nächste Woche mal ein Telefonat. Werden mal abfragen, wie die Lage vor Ort ist. Es gibt aber von dem Hotel noch zwei weitere Möglichkeiten innerhalb von Mühlhausen, dort was zu buchen. Wohnmobilstellplatz ist in der Nähe. Parkplätze sind en masse in der Nähe. Soweit ich weiß, gibt es auch die Möglichkeit des Campens irgendwo in der Nähe. Da muss man auch mal genauer gucken. Aber Auto abstellen und hinkommen ist alles kein Thema. Es gibt Ferienwohnungen jede Menge. Es gibt ein Hostel, soweit ich weiß, in der Nähe. Es ist alles. Man findet ja, glaube ich, da links auf der Seite, wo die Zone 4 bei uns ist da alles verlinkt, genau. Ja, da kann man dann draufgehen und kann sich da informieren. Da gibt es auch Stimmen von vergangenen Volitionen, von den Teilnehmern. Ja. Da gibt es eine Referentenübersicht, einen Zeitplan, weiß ich nicht, ob der schon eingestellt ist, aber das wird dann. Ja, auch schon eingestellt, ja, alles fertig. Ja. Dann sind auch die Sponsoren werden dort vorgestellt. Ja. So dass man sich da auch informieren kann. Die Sponsoren sind übrigens immer welche, also wenige sowieso, ja, ganz handverlesen und immer welche, die mindestens zu 100% zu den Menschen passen, die dort zum sind. Zum Thema passen, ja. Ja. Wir haben dieses Mal eine Neuigkeit dabei, zwei Neuigkeiten dabei. Das ist einmal die Dr. Langhoff. Ja, da geht es um eine bestimmte Art von Zellparty, so habe ich das verstanden, aber da würde Jürgen Kurt eben dann auch drüber referieren. Und das zweite ist tatsächlich etwas mit Elektronik, das erste Mal etwas Technisches dabei, wo es um Elektronenspin-Umkehr geht, habe ich mit Block M erst ein Video gemacht. Dann haben wir die BEMA-Leute wieder da, Susanne Lacroux wird einen Vortrag halten. Ja. Und ich darf sagen, also auch die Dunkelfeldmikroskopie werden wir wieder am Start haben. Und da kann ich es jedem nur raten, einfach nur, wenn er merkt, dass mit sich oder mit dem Körper irgendwas nicht stimmt, kommt zur Volition, dort steht ein Dunkelfeldmikroskop, zwei sogar, und dort kann man sich über den gesamten Wochenende hinweg das Blut mal anschauen lassen. Und einen Blick in den eigenen Mikrokosmos über die Katrin Merle-Meyer, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ja, genau, das war ja auch ein Beweggrund zu sagen, also Sponsor natürlich, um mehr Menschen den Zugang zu ermöglichen, wegen der Preisreduktion oder auch der Freikarten. Aber auch wirklich ins Handeln zu kommen und zu sehen, was gibt's denn da? Was sind denn da für Leute, die dahinter stecken, die was mit Elektronenspin machen? So ist es. Ich muss sagen, ich bin von diesem Thema sehr, 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 sehr angetan. Also ich bin echt gespannt, was der Peter da auf der Bühne zaubern wird. Ich hoffe, das ist auch immer schon. Bitte?
Doch wieder entspann dich. Ja, also ich bin heiß drauf. Ich bin heiß drauf. Ich bin heiß drauf, was er da auf dem Stapel lässt. Das hat sich super interessant angehört, was er da in dem Interview erzählt hat. Und wir haben uns da so ein bisschen technisch rangearbeitet, aber da kam schon eine Botschaft drüber. Ich dachte, wow, also das ist also das was ganz was Neues. Und also von daher, wie gesagt, ich sage nur mal kleine Tesla-Türmchen im Auto. Als ich das gedacht, what? So, das nehmen wir. Wo er das gesagt hat, hat er mich gehabt. Ja. Und auch sein Team, tolle Leute, wir haben uns da schon gut ausgetauscht. Ebenso die BEMA-Leute, fantastisch. Ja. Die kommen diesmal zu 12, um wirklich diesen Andrang an Ausprobieren. Für alle, die es nicht wissen, wir haben einen separaten Raum. Dort liegen die BEMA-Matten und da kannst du dich das ganze Wochenende hinweg, so oft wie du magst, auf die BEMA-Matte schmeißen und 8 Minuten lang einfach mal abschalten. Ja, genau mit dem Effekt, letztes Mal war das so, dass die Leute gesagt haben, nach dem ersten Tag haben sie am zweiten Tag gesagt, wunderbar, ich war noch nie so konzentriert und habe mich noch nie so wohl gefühlt, weil das körperlich direkt was macht. Genau. Wenn du das nicht ausprobieren kannst, kommst du da nicht dran. Ja. Da kannst du noch so viele Videos sehen und Prospekte lesen. Das meine ich eben mit. So schön das mit dem Digitalen alles ist, es geht etwas ganz Entscheidendes verloren. Und das ist ein schlicht und ergreifend einfach die Realität. Ja. Realität, die sich dann hier jetzt bei mir gerade im Hotelzimmer abspielt, aber weißt du, jetzt machen wir hier das Video, dann ist das fertig, es wird gespeichert, irgendwo hingestellt. Ja. Es geht nur um den direkten Kontakt. Und das ist wirklich ein riesen Unterschied, ob du einen Franz Hörmann auf der Bühne erlebst und danach noch deine Fragen stellst und ihm die Hand schüttelst und sagst, hey, das war genial, oder irgendwie das direkt machst, weißt du, nicht irgendeinen Kommentar und ein Video schreibst, sondern es ihm einfach mal sagst, ja, das ist mal das eine, oder auf ein Dunkelfeldmikroskopie dich einzulassen oder dich auf die BEMA-Matte zu schmeißen. Das ist was ganz, ganz anderes, als da einfach nur was drüber zu hören. Ich möchte das ganz klar sagen. Und deswegen nutzt die Gelegenheit, mehr können wir nicht machen. Wollen wir noch mal eben was sagen, wer da jetzt als Referent da ist? Können wir das? Ich habe, glaube ich, gar nicht alle im Kopf, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Also ich sage mal hier Michael auf der Seite, du, ne? Katharine Thörner, Nancy Mandodi, Franz Hörmann, Frank-Robert Bilewski, Chris, Harald Kautz, Falko Stölzer, Katrin Merle-Meyer, Jana Iger. Ja, dann kommst du wieder. Das sind aber nicht alle, da fehlen jetzt noch ein paar. Da fehlt der Peter Kruse noch von... Arthur Tränkle habe ich hier noch. Ja, Arthur Tränkle kommt auch, genau. Jürgen Kurt Eben ist noch dabei. Ja. Oh Gott, wen haben wir noch? Dr. Med Ingrid Hobert ist dabei. Ja. Also die sind jetzt in der Gesamtübersicht schon zu sehen und oben in dem Laufband waren sie jetzt noch nicht. Mit drin, natürlich genau. Dann noch kommen. Ja, also mehr geht nicht. Und Themen ja wirklich von A bis Z. Von alles, A bis was Z. gut ist für die Menschen, alles, was heilt, was Spaß macht, was... So ist es. Uns in die neue Welt begleitet. Und auch interessanterweise entwickelt sich da, so empfinde ich das, eine neue Art, miteinander umzugehen und etwas zu bewegen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt beim ersten Mal, ob man die Menge, ob man das schafft, in den Austausch zu kommen bei der Menge. Aber das hat sich dann auch durch die Tische, die wir da haben, mit den Postleitzahlen, alles hat sich dann so dermaßen entspannt entwickelt. Ja? Wie oft hat mir einer auf die Schulter geklopft und gefragt, geh mal eine rauchen, sag du, ich war schon, aber ich gehe noch mal mit. Dann sind wir noch mal rausgegangen, weißt du, Menschen, die ich gar nicht kenne, wo ich dann einfach sage, wir gehen raus, rauchen einen und dann einfach mal in den Austausch gehen, reden, weißt, über Gott und die Welt. Einfach mal das ganze Zeug da oben rauslassen. Ich bin jedes Mal völlig leer, wenn ich aus einer Volition rauskomme. Ich bin auch körperlich ziemlich am Arsch, das kann ich sagen hinterher. Das ist 48 Stunden Marathon für mich. Aber das macht so ein Spaß, das ist so eine Kraft, die da frei wird, da zehrst du Wochen davon. Das kann ich an der Stelle nur sagen. Ich habe letztes Mal wieder die Rückmeldung gekriegt, verdammt, es ist Montag, ich muss schon wieder arbeiten, ich kann gar nicht richtig mich konzentrieren, weil ich noch so voll bin. Das ist immer ein gutes Anzeichen, dass das alles gewirkt hat. Ja, das kann ich auch sagen, also kann ich bestätigen, dass es oft so war, dass am Sonntagabend wollen viele gar nicht weg. Sie sagen, so kann man nicht lieber zusammenbleiben und hier so weitermachen. Ja, herrlich. Ja, das ist, also gibt es noch was wir noch sagen sollten? Keine Ahnung. Außer ihr seid alle herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und
Ja, und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, die Einnahmen, die wir haben, ja, dass das eigentlich mal auch klar wird. Ja, wir arbeiten über eine Vereinsstruktur. Wir dürfen uns nicht bereichern. Deswegen halten wir das unten und die Gelder, die wir einnehmen, die brauchen wir A für die Volition, damit wir das alles gestemmt kriegen. Wir werden Okitalk auch noch eine kleine Spende zukommen lassen für den Raum heute Abend. Das haben wir heute Abend noch beschlossen. Und es geht einfach darum, es zu reinvestieren in gute Projekte. Und da werden wir immer wieder Projekte machen, die zum Nutzen und zum Wohle des Menschen sind. Da erinnere ich mal an das Bosnien-Projekt, was jetzt demnächst ansteht. Für all die, die es interessiert, gerne mal auf der Homepage w14.at nachschauen und alles Weitere in Form von Projekten, wo wir dann einfach sagen, da hat der Mensch was davon. Da wird einfach mal das Bewusstsein angesprochen, da wird ein Impuls gesetzt. Und ich bin nicht angetreten für eine Ideologie. Das sollen die machen, die dafür bezahlt werden. Wir machen eine Volition und eine Volition ist ein Impuls für dein Bewusstsein. Und du kommst, nimmst das mit und dann wirst du merken, dass mit dir, ja, dass irgendetwas stattgefunden hat. Dass sich dein Bewusstsein erweitert. Erweitert hat, genau. Das geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Und das ist das, was jetzt dran ist. Und deswegen sind wir da. So ist es. Ja. Das reicht für das heute. Das reicht für heute. Dafür habe ich mir eine halbe Stunde Zeit genommen. Naja, man muss ja sagen, du hast ja heute auch schon einen sehr, sehr anstrengenden Tag. Alles gut, das passt schon. Ja. Und ja, ich denke, wir haben so die, also jetzt ja mal, dafür reicht das jetzt. Also, und wenn du dann nochmal was anderes machen oder was anderes planst, nochmal zu machen mit Falk oder so. Also wunderbar, machen wir das so. Olli und auch Okitalk natürlich, Raphael im Hintergrund, der heute den Klaus vertritt. Herzlichen Dank für den Raum heute Abend. 12. bis 14. April 2024 in Mühlhausen. 16 Referenten, guck auf der Homepage, wer alles da ist. Wedrussisches Wissen, Heilung der deutschen Sprache, Psychografie mit der Nancy, alles vertreten. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir Menschen miteinander verbinden, die in den Frieden kommen wollen. Und Frieden findet im Herzen statt. Das musst du fühlen. Nicht im Außen, in der Bildzeitungsschlagzeile, sondern in dir findet Frieden statt. Und ich wünsche mir... Das ist ein so lohnenswertes Wochenende. Genau. In diesem Sinne sage ich... Alles Gute. Olli. Bis im April. Ein Gruß an deine Weiblichkeit. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Ja. Macht euch einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Radio Okitalk.